Ich darf Sie ganz recht herzlich begrüßen im Vorarlberger Medienhaus, Sport Live Talk auf Vorarlberg Online. Schönen Nachmittag, meine Damen und Herren. Vor zwei, drei Jahrzehnten lehrte er den gegnerischen Torhütern das Fürchten. Jetzt ist er seit gut zwei Jahren Sportchef vom VfB Hohenems, der besten Amateurmannschaft Vorarlberg. Servus, Tamás. Hallo miteinander. Tamás, seit mehr als zwei Jahren jetzt sportlicher Leiter beim VfB Hohenems. Die Entwicklung stimmt eigentlich, oder? Ja, wir sind grundsätzlich zufrieden. Wir haben ein klares Ziel definiert, dass wir die beste Amateurmannschaft im Land sein möchten. Und das ist bis jetzt uns gelungen. Was ist unter deiner Ära als sportlicher Leiter in Hohenems alles schon passiert? Ich nehme mal an, den Generationswechsel, junge, talentierte Spieler nach Hohenems zu lotsen und auch mit einer Mischung von routinierten Spielern dann in der Regionalliga West zu spielen. Das ist, wir haben versucht, ein klares Sportkonzept aufzustellen, dementsprechend einen tollen Betreuerstab dazu verpflichten und ein bisschen die Rahmenbedingungen optimieren und ehrgeizige, talentierten Spieler scouten, aussuchen und dann ein tolles Team so zusammenstellen. Der VfB Hohenems hat 100 Jahre im letzten Jahr gefeiert, der Traditionsverein. Eigentlich will man schon seit längerem, oder die Verantwortlichen um Harald Ahnreiner, der seit vielen Jahren Präsident ist, in der Fußball-zweiten Liga einmal wieder Tritt zu fassen. Aber vorher muss man den Westmeistertitel eigentlich einmal bewerkstelligen, weil das fehlt noch in der großen Geschichte vom VfB Hohenems. Ja, also bei uns ist das nicht so heiß diskutiertes Thema, wie vielleicht in den Medien und in der Öffentlichkeit. Wir wissen, wo wir herkommen und wir versuchen Step by Step, also ich besonders im sportlichen Bereich, den Verein zu verbessern. Das überhaupt Profibetrieb zu reden, hat andere wichtige Voraussetzungen, auch Infrastruktur etc., Budget, das ist bei uns kein Thema. Aber natürlich ein Meistertitel wäre natürlich eine schöne Anerkennung für eine tolle Arbeit, vor allem was auch das Team und rund um Martin Brenner, auch unser Cheftrainer, macht. Aber grundsätzlich, wie gesagt, das ist bei uns jetzt kein aktuelles Thema. Tamás, eigentlich könntest du ja auch Fußballtrainer sein von VfB Hohenems, weil du hast ja die UEFA-A-Lizenz-Trainerausbildung gemacht und warst auch schon bei Austria Lustenau Trainer. Warum ist das eigentlich für dich kein Thema? Warum hast du dich jetzt speziell nach deiner aktiven Karriere als Sportchef und du bist natürlich auch für den Nachwuchs zuständig, warum hast du dich für diese Aufgaben und Herausforderungen gestellt? Das ist eine gute Frage. Also ich habe auch damals meine Aufgabe leidenschaftlich ausgeführt und hat Spaß gemacht. Allerdings, ich fühle mich eigentlich in dieser Position etwas wohler. Da kann ich vielleicht für die große Ganze dann besser einwirken und versuche ich auch dementsprechend auch unseren Cheftrainer seine Arbeit ihn zu unterstützen. Wie gesagt, das ist eine strategische Frage auch und der Vorstand hat auch mich mit dieser Anfrage eigentlich und auf mich zugekommen damals und ich habe das dankend angenommen und auch als Sportleiter im Nachwuchsbereich nehme ich diese Aufgabe sehr ernst und als sehr verantwortungsvolle, wichtige Aufgabe hinsichtlich zum Beispiel die Zukunft des Vereins und macht sehr viel Spaß. Es ist natürlich nicht immer einfach, damals vor der Saison eine
Mannschaft zusammenzustellen, die nicht nur die beste Amateurmannschaft spielt, seit vielen Jahren, außergenommen letztes Jahr der Schwarz-Weiß-Bregenz, wo sie dann in die zweite Liga aufgestiegen sind, aber natürlich auch in der Regionalliga West, die qualitativ sehr, sehr besser ist, eigentlich als die VNAT Elite-Liga, und vorne dort mitspielen will oder muss eigentlich, für dem Publikum zuliebe. Entschuldigung, was ist jetzt die konkrete Frage jetzt dazu? Es ist für dich wahrscheinlich nicht immer leicht, eine Mannschaftszusammenstellung, eine Top-Mannschaft, die das Prädikat beste Amateurmannschaft Fradlbergs dann Saison für Saison hat. Ja, grundsätzlich die Erwartungshaltung, beziehungsweise auch an uns selber stellen wir eigentlich die Ziele oder definieren wir die Ziele relativ hoch. Aber das möchten wir und wir suchen auch diese Spieler, scouten wir auch. Wir versuchen auch ein Netzwerk dazu zu erweitern, wo wir auch die passenden Spieler dazu finden und suchen. Und aber natürlich auch, wie ich schon gesagt habe, versuchen wir, das ist auch eine Herausforderung, aus dem eigenen Nachwuchs oder aus der Akademie auch Spieler in unserem Team oder Mannschaft integrieren zu können. Weil, wie gesagt, die Herausforderung, dass die sportliche Anforderung schon relativ hoch ist. Und das versuchen wir, das ist bis jetzt relativ gut gelungen, aber es kann mal anders laufen. Da bin ich schon lange auch im Geschäft und man, wenn man die internationale Fußball und die andere professionelle Vereine anschaut, das kann man nicht immer so planen. Verletzungen können leider dazukommen und. Aber wir versuchen das, was wir beeinflussen können, versuchen wir das gut zu planen, optimieren. Und dann hoffen wir, dass wir immer unser sportliches Ziel erreichen. Wenn wir auf die heurige Meisterschaft eingehen, momentan Tabellenplatz 3 nach 17 Spieltagen von 30. Mhm. Ist das jetzt im Plan soll oder hat der VfB Hohenheim sich noch mehr eigentlich vor der Saison zum Ziel gesteckt? Nein, wir sind sehr zufrieden. Wir haben eine verjüngtere Mannschaft jetzt im Vergleich zu letzter Saison. Auch unsere klare Aufgabe, junge Spieler in das Team zu integrieren, ihnen Spielzeiten zu geben, sie weiterzuentwickeln, und das ist uns bewusst, dass es oft das eine ein oder andere vielleicht Punkte kostet, aber das nehmen wir gerne in Kauf. Wie gesagt, wir sind grundsätzlich zufrieden, da wo wir jetzt aktuell stehen. Jetzt hat man in der Winterübertrittszeit leider den besten Torschützen, auch den führenden in der Torschützenwertung in der Regionalliga West, den Waldir, verloren. Jetzt hat man wahrscheinlich sich ein neues System zum Ziel gesetzt, also der Cheftrainer, der Martin Brenner, der wird es wahrscheinlich noch besser wissen, dass man die Schultern auf andere Spieler dann verteilt, die dann ins Schwarze treffen sollen. Ja, genau. Also grundsätzlich, wir haben jetzt wirklich den besten Stürmer verloren. Es ist natürlich ein sportlicher Verlust für uns. Auf der anderen Seite ist eine also das ist eine neue Möglichkeit, sich für andere Spieler sich zu zeigen, sich zu behaupten, mehr Spielzeiten zu kriegen. Und da sind jetzt zum Beispiel jetzt zwei junge Stürmer, die jetzt hoffen wir dadurch, durch diese neue Möglichkeiten, dass sie dann sich schneller und besser sich weiterentwickeln. Der eine Stürmer, Jan Trieb, hat schon zum Beispiel jetzt am Wochenende auch getroffen, jetzt auswärts. Jetzt. Letzte Woche zum Frühjahrsauftakt gab es den 1:1 Remis in Schwarz. Jetzt folgt am Samstag das Topspiel eigentlich in der Regionalliga West vom 18. Spieltag. VfB Hohenheim gegen SK Bischofshofen um 15 Uhr im Livestream natürlich bei VN.at und Voll.at. Mhm. Was darf man bei der Frühjahrsheimpremiere speziell von der neu formierten Mannschaft von Hohenheim erwarten? Da gibt es ja natürlich auch die drei Neuzugänge, die sind sehr talentiert. Talib Karaslan, der Philipp Gassner und der Magomed Islamcanov. Ja, also
wir hoffen, dass wir ein gutes Spiel machen, dass wir ein mutiges und offensiv ausgerichtetes Spiel absolvieren und hoffen wir, dass die 3 Punkte bei uns bleiben. Aber natürlich ist es uns bewusst, dass der Gegner auch sehr stark ist und wir hoffen einfach, dass die Leistung stimmt. Also auch von der Bereitschaft, von der Aggressivität her. Die Mannschaft wird ganz sicher gut eingestellt sein auf den Gegner. Und schlussendlich möchten wir auch dann unsere Fans dann auch ihnen was Tolles anbieten mit gutem Fußball. Und hoffen wir, dass wir die 3 Punkte bei uns behalten können dann. Der Cheftrainer Martin Brenner, der hat die Qual der Wahl. Kein Spieler verletzt, kein Spieler ist gesperrt. Er kann aus dem Vollen schöpfen. Ja, das hoffen wir immer, dass wir keine Verletzte haben. Jetzt ist der Kader eigentlich voll mit gesunden Spielern. Da sind wir alle froh. Konkurrenzkampf ist natürlich vorhanden. Das ist gut so. Und das wird jetzt der Cheftrainer dann wahrscheinlich richtig beobachten die Woche, wer sich für das Spiel in die Startelf empfohlen hat und dementsprechend wird er auch aufstellen und natürlich auch wichtige Bestandteil der Mannschaft, immer auch die restliche Kaderspieler, auch die Ersatzspieler, die können auch sehr wohl sehr wichtigen Beitrag für einen Sieg oder für einen wichtigen Unentschieden auch dazu beitragen, wenn sie Impulse geben können, noch wenn sie reinkommen. Damals, jetzt ist seit heuer wieder die Regionalliga West so, wie sie vor einigen Jahren gespielt wurde, wieder eingeführt worden und plus die VNAT Elite-Liga mit 14 Mannschaften. In der Regionalliga West sind 16 Mannschaften mit 3 Absteigern. Was denkst du von der Qualität her, wenn man sieht, wie die Tiroler und die Salzburger Clubs gegen die Fradelberger Mannschaften auftreten? Qualitativ ist die Regionalliga West hier besser noch als wie die anderen Spielklassen. Also grundsätzlich habe ich auch diese Wahrnehmung, dass die Regionalliga sportlich sicherlich interessanter wie unsere Elite-Liga war, auch vom Tempo her, von der Körperlichkeit her. Ja, das ist ganz sicher so. Sprich, auch mir persönlich als sportlicher Leiter gefallen die Spieler mehr. Auf der anderen Seite muss man auch dann ehrlich zugeben, dass das dementsprechende mit größeren Aufwand das auch verbunden ist. Also die Reisestrapazen und Reisekosten darf man natürlich auch erwähnen. Aber wir nehmen das gerne in Kauf, weil wir haben, wie gesagt, den Anspruch, in höchstmöglicher Amateurliga eine gute Rolle zu spielen. Tamás, jetzt muss man natürlich auch noch wissen, der Tamás Stiefenbach war vor 20, 30 Jahren als Aktiver ein Topscorer bei vielen Clubs. Da gab es viele Top-Mannschaften, wo du gespielt hast. Und es war eine Freude eigentlich immer, wenn man wissen tut, dass der Tamás Stiefenbach dort gespielt hat, dort zum Zuschauen zu kommen. Újpest Tosa, da hat deine aktive, erfolgreiche Laufbahn begonnen. Erzähl einmal, was waren deine Highlights in deiner aktiven Karriere? Ich rede ungern eigentlich über die Vergangenheit, aber wenn du jetzt so direkt nachfragst, das ist mein Stammverein, das ist ein Traditionsverein, vergleichbar mit Austria Wien. Der große Konkurrent ist Ferencváros und auch so von der Farbeaufteilung her violett ist mein Stammverein, Ferencváros ist grün. Und ich dürfte halt schon als 17-Jähriger in Cup, der Cup-Sieger hat es damals geheißen, gegen Napoli auf der Bank gegen Diego Maradona Platz zu nehmen. Das war natürlich für meine Karriere ein riesen Motivationsschub. Und dann auch relativ jung schon meine erste Bundesliga-Einsätze vor teilweise 30.000 Zuschauern zu absolvieren. Und dann relativ früh habe ich jetzt halt den Weg ins Ausland
gewählt, und zwar nach St. Gallen. Ich kann mich glücklich schätzen, ich habe einen Cup-Sieg mit meinem Stammverein Újpest errungen und einen Supercup-Sieg auch. Und dann nach St. Gallen, 2 Jahre habe ich dort gespielt. 2 erfolgreiche Saison hatte ich. Und dann bin ich wieder nach Ungarn für 1,5 Jahre, und dann ist Austria Lustenau an mich herangetreten, und dann ist die schöne, wunderschöne Zeiten bei Austria. 5 Jahre war es insgesamt und 1 Jahr beim Admira Mödling damals noch. Und ja, das war eigentlich meine Profifußballkarriere zusammengefasst. Mit 2 Aufstiegen auch und über 200 erste Liga-Spieler, glaube ich. Tausende haben damals in den 90er Jahren und Anfang des neuen Jahrhunderts im Reichshofstadion den Bundesliga-Aufstieg von Austria Lustenau gefeiert, wo du natürlich auch einen großen Anteil dazu geleistet hast. Und du warst natürlich auch bei Austria Lustenau dann später einmal der Feuerwehrmann und der Co-Trainer. Das waren natürlich unvergessene Jahre. Was denkst du momentan zur Situation bei Austria Lustenau in der Bundesliga für diese Saison? Glaubst du, dass sie aus der erstklassig bleiben wird? Oder du hast also ich hoffe es auf alle Fälle, und ich gönne dem Verein. Ich glaube auch, dass das mit diesen tollen Fans und hinsichtlich des neuen Stadions sehr schade wäre, wenn das der Verein nicht schaffen würde. Und grundsätzlich auch schon allein für die Fans hat die Bundesliga so einen Verein in der Bundesliga verdient, und wäre ich froh, wenn sie das schaffen würden. Das ist alles so ausgeglichen und so schwierig jetzt, das Prophezeiten. Ich hoffe, wie gesagt, ich bin optimistisch hoffe ich, dass es gelingt dann am Ende der Saison. Zurückzukommen zum VfB Hohenems, zu deiner jetzigen Funktion, eigentlich sind es 2 Funktionen. Es ist natürlich auch der Nachwuchs involviert in das ganze Projekt, das du seit 6, 7 Jahren jetzt im Herrn-Ried-Stadion schon fabrizierst. Mhm. Also grundsätzlich für den Nachwuchs bin ich seit 3 Jahren wieder zuständig. Jetzt haben wir aber ein bisschen neue Strukturen angelegt, und jetzt versuchen wir auch ein bisschen die Talenteförderung mehr im Fokus zu bringen, wie gesagt, weil die Anforderungen auch teilweise bei der Kampfmannschaft gestiegen sind. Aber natürlich sind wir als Verein extrem gewachsen. Wir haben Damenmannschaften, wir haben aber auch viel mehr Kinder, Gott sei Dank, wie vom Covid gehabt. Das bedeutet, wir haben, glaube ich, fast 40 Nachwuchstrainer bei uns. Das ist eigentlich so ein mittelständischer Unternehmengröße schon. Das bedarf natürlich auch organisatorisches Talent, auch infrastrukturmäßig, Platzausnutzung und Benutzung und. Also wir versuchen dort das so gut wie möglich zu gestalten. Es gelingt uns mal großteils, glaube ich, recht gut, aber es gibt sicherlich auch noch Baustellen und Aufgaben, die noch nicht optimal gelöst sind, und daran arbeiten wir. Und dann freut sich der Sportchef natürlich, wenn er in einigen Jahren dann auch in der ersten Kampfmannschaft vom VfB Hohenems spielen kann. Zum Beispiel der Florian Erres ist das beste Beispiel momentan. Absolut, nicht nur der Florian Erres, sondern wir können auch stolz sagen, dass wir etliche Spieler im Kader und auch in der Startelf, so eine eigene Reihe dabei haben. Das ist auch ein wichtiges Ziel für uns, dass wir auch, wie gesagt, unsere eigenen Nachwuchsspieler dann die Kampfmannschaft herausfördern. Aber wie gesagt, wir nehmen auch und wir möchten auch natürlich eine optimale, gute Ausbildungsform und Plattform für andere Kinder auch, die vielleicht nicht so hochgesteckte Ziele haben, aber trotzdem, dass sie eine schöne Zeit bei uns verbringen, im Team, in ein Team sich entwickeln, gemeinsam gewinnen und verlieren lernen. Und
das ist auch bei uns ein wichtiger Punkt. Dazu auch von meiner Seite ein großes Kompliment an unsere Trainer und Trainerstab, die leisten wirklich tagtäglich wichtige und verantwortungsvolle Arbeit. Die Arbeit geht in Damer-Stiefenbach nicht aus Doppelfunktion und es laufen natürlich auch schon die Gespräche mit den Kaderspielern für die neue Saison. Ja, genau. Also ich habe schon versucht, ein bisschen schon Vorarbeit zu leisten und kann ich stolz sagen, dass ziemlich 70% der jetzigen Kaders haben gültige Verträge für die nächste Saison oder neue Verträge. Und die anderen Gespräche führen wir fortlaufend und ich bin mir sicher, dass wir für die nächste Saison auch eine schlagkräftige Mannschaft auf die Beine stellen werden, mit Eigenbauspielern, mit guten, jungen, hungrigen, talentierten Spielern und auch natürlich mit einer routinierten Achse dabei, die auch unsere jungen Spieler helfen können, ein bisschen Halt geben. Ja. Die Gegenwart sagt Samstag 15 Uhr früh als Heimpremiere. VfB Hohenems gegen SK Bischofshofen um 15 Uhr im Herrenriedstadion. Topspiel 3 gegen 4. Thomas Stiefenbach, wir drücken die Daumen, dass es heuer mit dem ersten Westliga-Meistertitel klappt. Sie nur 3 Punkte Rückstand auf Austria Salzburg, die zu Beginn des ersten Spieltages im neuen Jahr in Sils verloren haben. Alles Gute für deine kommenden Herausforderungen und Aufgaben. Viel, viel Spaß und viel Freude und viel Glück dem VfB Hohenems. Alles Gute dann auch hoffentlich bald beim Neubau im Herrenriedstadion, dass es dann mal klappen wird. Sollten ja dann auch ein neues Rasenspielfeld und eine neue Flutlichtanlage dann in den nächsten Jahren einmal entstehen. Alles Gute, danke für das Gespräch. Vielen Dank und sehr, sehr gerne. Hoffentlich 3 Punkte gegen Bischofshofen und dann könnte man auch schon auf den 2. Tabellenplatz vorrücken. Ja. Ja, meine Damen und Herren, das war der Sport-Live-Talk von Vorarlberg Online an diesem Wochenende. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao, Servus und auf Wiedersehen. Servus. Servus.